Hallo, mein Name ist Martin Ammannshauser. Hallo St. Johann. Ich freue mich sehr, bei euch lesen zu dürfen. Es ist ja Corona dazwischen gekommen, aber jetzt haben wir einen neuen Termin am 15. September und ich werde euch da aus meinem neuen Buch vorlesen, was jetzt nicht mehr ganz so neu ist wie vorher. Das Buch heißt Es ist unangenehm im Sonnensystem und ja, also ich stehe hier im Regen in Wien, im 15. Bezirk. Ich weiß, dass auf dieser Aufnahme meine Stirne glänzt, aber ihr könnt euch sicher sein, dass die Stirne dann nicht mehr glänzt. Die glänzt nicht immer und ist auch nicht mit Fett beschmiert, sondern es ist wegen den Lichtverhältnissen hier. Ich lese euch jetzt aus Es ist unangenehm im Sonnensystem ein Gedicht vor, das euch beweisen soll, wie gerne ich, und beweisen wird, wie gerne ich zu euch komme. Und wie gern ich überhaupt lese, es wird sicher ein super Abend. Das Gedicht heißt, ich wollte nie eine Kneipe eröffnen. Ich wollte nie eine Kneipe eröffnen, kein Restaurant, kein Lokal, keine Disco, keinen Fahrradverleih an der Kurischen Nehrung, keinen Waschsalon am Prenzlauer Berg, kein Riesenrad aus der arabischen Wüste stampfen, keine Sprungschanze in die Alpen oder Anden platzieren. Ich wollte nie Würstchen verkaufen in Südafrika, keinen Eiswagen durch den Sommer Bielefelds schieben. Ich wollte niemals ein Kulturcafé betreiben, keinen Swingerclub in der Innenstadt, möchte kein Boutique-Hotel auf den Malediven führen, kein Guesthouse auf Trinidad und Tobago, please. Nur eine Lesung in Hallein, Straßwalchen, Mattighofen, Hall in Tirol, Klagenfurt, beim Alex in Linz. Im Bierstindl, in Kremsmünster, Mistelbach-Scheibs, beim Neumann, in Karpfenberg, im Literaturhaus Salzburg und Mattersburg, wann laden die mich endlich ein? In Amstetten, St. Johann im Pongau, in Rauris eine Lesung, in Hauxdorf, Schwaz, in Krems und in Tulln, wollte immer dorthin. Und ich will, wenn's mich wollen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am 15. September um die betreffende Uhrzeit, die ich jetzt nicht im Kopf habe, am Abend zur Primetime. Martin Ammannshauser sagt auf Wiedersehen.